was meine Arbeit ist, beziehungsweise was ich in meiner Arbeit beachte. Und da kommen wir jetzt zu. Für die Leute, die sich jetzt dazugeschaltet haben, mein Name ist Marc Iwaskiewicz. Ich bin Atemlehrer nach dem Herrn Dr. Metius Paro und der Frau Schäufle-Osenberg. Ich arbeite im Zentrum für Naturmedizin an der Ruhr-Universität Bochum und dort auf dem Gesundheitscampus. Dort gibt es das Zentrum für Naturmedizin, wo verschiedenste Personen arbeiten. Einmal die Frau Dr. Klose, die ist Naturheilkundlerin bzw. klassische Schulmedizinerin. Der Herr Flunkert, der ist dort, der ist Physiotherapeut und macht Schmerztherapie. Und dann ist noch die Frau Mohr dort, die macht Ernährungsberatung. Und ich bin im Bereich Atem, Atemklang, Atem und Entspannung bzw. Ausbildung tätig. Wir kommen zur Atemtherapie. Dazu wechsle ich kurz die Ansicht. Ja, die Didgeridoo-Therapie. Es ist so bei mir, dass ich seit 1991 mit dem Didgeridoo unterwegs bin. Und ich vermute, dass ich mit einer der ersten war, die dieses Thema wirklich sehr stark im Fokus hatten. Wo ich am Anfang schon für mich gedacht habe, im Didgeridoo, da steckt viel Atemkraft, Klangkraft und das ist interessant. Was kann ich darüber lernen, beziehungsweise wo kann das Didgeridoo helfen? Unter anderem über das Didgeridoo bin ich zur Atemschule nach dem Herrn Dr. Med. Julius Paro, der Frau Schäufle-Osenberg, gekommen. Das ist eine Atemtherapie, die von Herrn Dr. Paro ins Leben gerufen wurde und von der Frau Osenberg weitergeführt wurde und ist wirklich eine Sache, wo zum Beispiel im Schott Verlag Bücher geschrieben wurden. Da geht es um die Atemtherapie, beziehungsweise ist ein klassisches Buch, wo man nachlesen kann für Musikschulen, für Musikhochschulen, wie man den Atem gut schulen kann. Diese Atemtherapie nach dem Herrn Dr. Metius Paro und der Frau Schäufle-Osenberg umfasst eigentlich verschiedene Punkte. Das ist der natürliche Atem, also der Atem im Alltag, der Atem in der Kunst, das ist das Sprechen, Singen, Spielen von jeglichem Blasinstrument, Atemwegserkrankungen in einem gewissen Bereich, aber auch Atem und Meditation und Achtsamkeit. Es ist so, dass die Didgeridoo-Therapie für mich und auch rein wissenschaftlich gesehen in kleinen Studien bestätigt in verschiedenen Bereichen. Das ist keine Sache, die jetzt auf Ideen beruft, wo man sagen kann, ja, das ist jetzt so, das kann irgendwie wirken, sondern man kann in verschiedensten Bereichen wirklich feststellen und auch sehen und nachvollziehen und teilweise von Laboren und Kliniken, von Studien bestätigt, dass das Didgeridoo eine sehr gute Hilfe ist, um Leuten ja, in der Atmung zu helfen. Aber nicht nur in der Atmung, sondern auch, wenn man auf eine Art und Weise rangeht, wie ich sie für mich gefunden habe, sehr weitgehend. Man kann den Atem im Alltag schulen, man kann den Atem in der Meditation schulen, man kann die Stimme am Didgeridoo schulen, man kann Körperhaltung am Didgeridoo schulen. Da steckt ganz, ganz viel drin. Und wenn man in den Bereich der Atemprobleme geht, kann man wirklich sagen, es gibt eine klassische Studie, wo auch viel immer drauf herumgeritten wird, ist, dass das Didgeridoo bei manchen Personen bei Schnarchen und Schlafapnoe helfen kann. Es gibt aber noch viel, viel mehr. Es gibt das Asthma, da habe ich sehr, sehr gute Erfolge mit dem Didgeridoo-Training. Es gibt Leute, die über chronische Verspannungen berichten, die weniger geworden sind. Es gibt Leute mit Panikattacken. Es gibt Berichte darüber, dass im Bereich Mukoviszidose es ein zusätzliches Training sein kann, mit dem Didgeridoo zu arbeiten. Und ich bin ja in so einer Didgeridoo
Therapieblase sozusagen. Es gibt auch schon Hinweise, da kann man jetzt nicht sagen, dass das schon wissenschaftlich untermauert ist, aber ich denke, jeder, der Didgeridoo spielt oder sich ein bisschen damit beschäftigt, kann diese Aussage nachvollziehen. Es gibt Leute, die leider Probleme mit Covid hatten, mit Corona, fühlbare, messbare Probleme mit der Atmung und die probieren und dann auch aus mündlicher Rückmeldung sagen, über das Didgeridoo-Spiel, es hilft mir, meine Atmung wieder, soweit es möglich ist, in Form zu bringen. Ja, das ist auch eine ganz interessante Geschichte. Wichtig ist mir dabei zu sagen, was ich hier jetzt erzähle, ist die Art und Weise, wie ich mit dem Didgeridoo umgehe und mit meinem Hintergrundwissen. Das heißt, als Atemlehrer nach dem Herrn Dr. Meteus Paro und der Frau Schäufle-Osenberg und wirklich eine Erfahrung, die jetzt inzwischen ungefähr 25 Jahre alt ist, versuche ich den Leuten zu helfen. Das auch immer wieder sehr erfolgreich, denn es ist sehr schön, wenn man zum Beispiel jemanden hat, der eine Atemmaske hat oder die eine Atemmaske hat im Bereich Schlafapnoe und die dann vom Schlaflabor bestätigt absetzen kann oder Leute, die Probleme mit Asthma haben, plötzlich sagen, wow, ich merke, das geht mir besser. Leute mit Panikattacken sagen, ich habe gar keine Panikattacken mehr beziehungsweise kann da viel besser mit umgehen. Wenn euch das Thema interessiert, dann guckt bitte mal auf meiner Webseite unter Unterricht. Da gibt es dann den Unterpunkt Ausbildung und dort gibt es dann den Unterpunkt Didgeridoo-Therapie und da findet ihr diese Webseite, wo ich gerade bin. Da habt ihr dann zum Beispiel auch diesen Vortrag auf der Webseite über das Thema Atemtherapie. Findet ihr auch auf meiner YouTube-Seite unter Traumkraft, da gibt es einen Kanal und da kann man das sehr gut mitbekommen. Du brauchst keine musikalischen Vorkenntnisse, wenn du das Didgeridoo spielen willst. Das ist auch sehr, sehr schön. Du machst schnelle Fortschritte und viele Leute, die aus dem therapeutischen Gedanken herauskommen, kriegen dann wirklich mit, wow, das macht richtig Spaß und das motiviert natürlich zum Spiel, zum Üben. Und Üben ist mit eins der Dinge, die natürlich dazugehören, das muss man auch klar sagen. Wir nehmen keine Pille, es ist keine Operation, sondern man muss muskulär in vielen Fällen arbeiten, man muss an der Haltung arbeiten, an der Atmung, eventuelle Atemmuster, Atemschwerpunkte verändern. Und darum ist es wichtig, dass man auch sieht, man muss üben, Frau muss üben, nur so kommt man Stückchen für Stückchen auch vorwärts und wird dann auch Erfolge erzielen. Ich würde niemanden raten, der Probleme mit Atemwegserkrankungen hat, Didgeridoo selbstständig zu üben. Und ich erkläre kurz, weshalb. Wenn du Atemwegserkrankungen hast, zum Beispiel Asthma, wenn du das Didgeridoo nicht vernünftig übst, du niemanden hast dabei, der sich auskennt mit der Atmung, mit Thema Haltung, mit Atmung im Alltag, mit Atem bei Atemwegserkrankungen, dann kann das leider nach hinten losgehen und du wirst nicht den Nutzen aus dem Didgeridoo ziehen, den das Didgeridoo dir anbieten kann. Darum, also wirklich, such dir jemanden in der Nähe, wenn du Probleme mit der Atmung hast, damit du auf eine vernünftige Art und Weise, auf eine gute Art und Weise, damit du deinem Körper was Gutes tun kannst, auch trainierst. Da sei auch die kurze Werbung erlaubt, egal wo du bist. Du kannst auch bei mir zum Beispiel über Skype Unterricht bekommen. Das ist eine sehr gute Möglichkeit, das mache ich schon seit Jahren und da kann man sehr gute Erfolge auch erzielen. Ich möchte ein Stückchen weitergehen, ihr seht es hier schon so ein bisschen, und zwar zum Thema Ausbildung. Ja, denn es kommen immer wieder Leute zu mir, die in verschiedensten Bereichen sich ausbilden lassen und die Didgeridoo-Therapie ist eine Möglichkeit davon. Du musst kein Arzt oder Naturheilkundler sein oder sowas, sondern Interesse reicht, Didgeridoo reicht und natürlich üben und offen sein für neue Informationen. Du hast ein gewisses Programm, was du durchläufst. Und das Interessante in den Ausbildungen, die ich anbiete, ist, je nachdem, welche Vorbildungen du schon hast, ist die Dauer der Ausbildung unterschiedlich lang.
kleines Beispiel, wenn du schon Heilpraktiker bist und dich gut oder schulmedizinisch ausgebildet bist, dich gut mit Atmung, Anatomie, Physiologie und so auskennst, dann schaue ich, was weißt du davon und gucke, ob diese wichtigen Punkte, die für mich wichtig sind im Rahmen dieser Schulung in der Atemtherapie nach dem Herrn Dr. Metius Paro und der Frau Schäufel-Osenberg, ob die vorhanden sind. Wenn die vorhanden sind, fallen Treffen weg. Wenn du schon Didgeridoo spielen kannst, sei es ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr, schon dann sehr viel, dann habe ich natürlich weniger Arbeit, dir vorher oder währenddessen noch das Didgeridoo-Spiel beizubringen. Wobei ich schon gucke, wie gehst du ans Didgeridoo-Spiel ran? Denn um Didgeridoo, Therapeut, Pädagoge, Lehrer, Lehrerin zu werden, hier in meiner Art und Weise nach Traumkraft, da ist es nicht wichtig, dass du jetzt der super Weltklasse-Künstler, Künstlerin bist und extrem komplizierte Rhythmen spielen kannst, sondern es geht wirklich darum, dass du verstehst, gewisse Sachen sind wichtig, wie sie im oder am Körper passieren. Das hat mit der Atmung zu tun. Das hat mit Atemschwerpunkt zu tun, das hat mit Flexibilität zu tun, das hat mit Atemdruck zu tun. Ganz viele kleine Puzzle, die so zusammenkommen. Und das solltest du verstehen und natürlich umsetzen, denn nur dann kannst du deinen Schülern und Schülerinnen auf eine vernünftige Art und Weise das Didgeridoo-Spiel weitergeben und auch vielfältig weitergeben. Und da gucke ich natürlich drauf und dementsprechend, klar, versuche ich das in Vorgesprächen schon so ein bisschen zu klären, aber genauer kann man es wirklich erst so nach 3, 4 Terminen oder Treffen dann sagen, im Endeffekt, um genau festzustellen, wo ich denke, wie oft musst du den Unterricht, die Ausbildung besuchen, damit du im Endeffekt alles weißt, was du wissen musst. Die Inhalte. Natürlich geht es in so einer Ausbildung ums Didgeridoo-Spielen auch, ums Unterrichten, weil das ist nochmal was sehr Spezielles, wenn du mit Menschen zusammenarbeitest, die Didgeridoo-Spielen lernen wollen. Da gibt es auch Tricks und Hinweise, die dir helfen, wirklich damit umzugehen. Man kann in die Atemmessung hineingehen, die Atemkontrolle, die Atemkorrektur, Atemtechniken. Da ist es sehr, sehr interessant, so ein bisschen über den Tellerrand mal zu schauen. Nasenfunktionstraining, dass man versteht, Didgeridoo-Spielen ist viel mehr als nur Luft durch die Nase reinlassen. Was kann ich für den Alltag, für die Meditation lernen? Atmung beim Sprechen ist nicht unwichtig, denn ich habe immer wieder Leute bei mir, die eigentlich aus Sprechberufen kommen, die Sänger, Sängerinnen sind und dann über das Didgeridoo spielerisch versteckt sehr hilfreiche Dinge lernen können und die Stimme trainieren können, die Atmung trainieren können, organischer werden lassen können, weil sie das Didgeridoo auf eine gewisse Art und Weise lernen zu spielen. Dann geht es aber auch darum, natürlich, du musst wissen, worauf muss man achten, wenn ich jetzt jemanden habe, der Asthma zum Beispiel hat, was kann ich dem oder derjenigen für Tipps geben, Atem in der Belastung, also gehen, laufen, steigen, Stütztechniken, Atemstütztechniken zum Sprechen, Singen, Spielen von Blasinstrumenten, das heißt, das wird dir helfen, das Didgeridoo vielleicht nochmal besser, anders zu spielen und es wird dir aber auch helfen, Leute zu unterrichten, die damit unterwegs sind. Wir werden verschiedene Systeme uns anschauen im Rahmen so einer Ausbildung, denn es gibt ja verschiedene Atemschulen, die verschiedene Schwerpunkte haben. Und da ist es sehr, sehr interessant, auch dort mal über den Tellerrand zu schauen, um was für sich selber zu lernen, aber auch eine Erweiterung zum Didgeridoo-Therapieunterricht. Dann ein ganz wichtiger Part für mich ist, dass ich halt wirklich immer wieder Leute habe, die das Didgeridoo spielen im Bereich, ich möchte Energie bekommen, also Anregungen, ich möchte eher zur Ruhe kommen, in die Konzentration, Entspannung, Verspannung, Asthma, Kopfschmerzen, Schnarchen, Schlafprobleme, Schlafapnoe, Panikattacken und Mukoviszidose. Das sind so die Bereiche, die man sich in einer Didgeridoo-Arbeit, Ausbildung bei mir anguckt und lernt, wie kann ich damit umgehen, was muss ich wissen, damit ich da einen guten Unterricht mitmachen kann. Was bedeutet das eigentlich, wenn man sagt, ja, wenn man Didgeridoo spielt, kann man auch super so seine Selbstheilungskräfte aktivieren. Was macht die Atmung eigentlich mit mir? Denn in der Atmung steckt ganz viel Power und nicht nur so, ja, Atmung, ich atme Licht ein und aus, sondern wirklich wieder, da sind wir im wissenschaftlichen Bereich. Es passiert bei einer
natürlichen Atmung, bei einer meditativen Atmung, bei Atemübungen, bei der Atmung am Didgeridoo, ganz viel im Körper, und das wollen wir liebevoll maximieren. Und dann kann der Atem wirklich ganz viel Kraft entwickeln in verschiedenste Bereiche. Das musst du verstehen lernen, umsetzen lernen, denn dann kannst du, wenn jemand zu dir kommt und das Didgeridoo spielen lernt über dich, kannst du schon auch sehen, so ist es bei mir inzwischen, wie geht jemand ans Didgeridoo-Spiel ran, und kannst dir eine Idee entwickeln, ja, wie nutzt die Person vielleicht auch den Atem im Alltag? Wo kann man Hinweise geben, dass diese Person über den Atem nochmal bewusster wird, achtsamer wird, aber auch Hilfe bekommt in den Bereichen, die dann nötig sind? Die Ausbildung selber besteht auch darin, dass du unter anderem Videomaterial bekommst, was du durcharbeitest. Das sind ungefähr 4 Stunden Online-Lernvideos zum Vertiefen des Ausbildungsprogramms. Und das bedeutet im Endeffekt, du siehst ganz viele Leute in Atemübungen, und das schult die Augen, das Gehirn. Da musst du Aufzeichnungen zu machen, die werden kontrolliert, damit du wirklich auch hinterher gut mit Leuten arbeiten kannst. Denn so viele Leute, wie auf den 4 Stunden sind, da müssten wir die Ausbildung 2-3 Mal so lange machen, wenn wir die in live sozusagen durchlaufen lassen. Das sind kleine Ausschnitte aus Schulungen, da verstehst du ganz viel mehr und deutlicher, wenn du das siehst und auch bearbeitest. Dann geht es natürlich auch darum festzustellen, okay, was ist eigentlich eine natürliche, eine Normalatmung, was ist eine Fehlatmung, wie ist das bei mir, so Selbsterkenntnis mitzubekommen im Alltag, am Didgeridoo, beim Sprechen und dann natürlich auch mit der Person, die zu dir kommt. Natürlichen Atem hatte ich schon erwähnt, Atem und Körperhaltung ist ein ganz wichtiger Punkt, das darf man nicht getrennt voneinander sehen. Anatomie, Physiologie, da werden wir auch einen kleinen Blick hinein werfen. Dann geht es natürlich auch, wenn nötig, um eine Atemkorrektur, dass ich dir helfe, noch besser mit deinem Instrument umzugehen und die Sachen, die du mitbringst. Natürlich wirst du dadurch deine eigene Arbeit vertiefen. Ein Teil der Atemschulung, der Atemtherapie nach dem Herrn Dr. Metiosus Paro ist auch die, dass du Vorträge halten sollst und kannst zu dem Thema ohne lateinische Fachbegriffe, mit Bildern, die du auch im Rahmen der Ausbildung von mir bekommst. Du kannst sie auch ergänzen. Und dann kannst du über Vorträge das Atemgeschehen näher bringen, je nachdem, für wen du einen Vortrag machst. Also in den verschiedensten Bereichen, die ich schon erwähnt habe. Und durch diese Vorträge und die Bilder werden deine Schüler und Schülerinnen besser mit dem Instrument umgehen können, besser mit ihrer Stimme, mit der Haltung umgehen können. Denn man hat vorher Bilder gesehen und kann die dann in der Übung für sich besser umsetzen. Und meistens ist es auch so, dass in den Vorträgen sehr viele Leute schon so Aha-Momente haben und denken, wow, yo, das kommt mir bekannt vor, was ich da gerade höre. Da habe ich auch mal gemerkt, da war mein Atem ganz woanders und das fühlte sich komisch an. Oder wow, ja, das habe ich auch gemerkt, da war ich durch den Atem total zentriert. Und das hilft, tiefer in dieses Thema einzutauchen, für dich, aber auch für die Leute, die zu dir kommen. Und da sind wir dann auch beim Thema Atem und Psyche. Das ist nicht unwichtig, denn mit ein wichtiger Teil inzwischen bei mir ist das Thema Atem und Achtsamkeit. Der Atem ist, und das wissen die Leute, die sich mit Meditation schon mal beschäftigt haben, die vielleicht auch mal Retreats mitgemacht haben oder die aus diesem Fachbereich kommen, der Atem ist sehr direkt mit unserer Psyche verbunden, aber auch mit unserem Unterbewusstsein. Und man kann den Atem bewusst schulen, das ist super, wir können bewusst ein- und ausatmen, Atem anhalten, den Atembereich hineinbringen, ganz viel mitmachen. Und über dieses Schulen des Atems kann sich dann ein Atem auch mit in den Alltag, in den natürlichen Atem hineinbringen. Und wenn du Leute hast, die zu dir kommen und sagen, wow, ich bin total angespannt immer und ich habe so den Eindruck, meine Gedanken ziehen immer so durch, dann kannst du spielerisch über das Didgeridoo mit all den Sachen, die ich erwähnt habe, die Person anregen und Momente schaffen, wo die Person runterfährt und plötzlich feststellt, wow, ich werde ja ruhiger, ich werde entspannter, meine Gedanken sammeln sich, zentrieren sich, und darüber kannst du dann motivieren, neugierig machen,
Hinweise zum Alltag geben, für die natürliche Atmung, für die Atmung im Alltag, bei der Arbeit. Und das ist echt ein Geschenk, wenn du das noch nicht selber mitbekommen hast, für dich selber, aber auch für die Leute, die zu dir kommen. Wir werden wahrscheinlich auch ein bisschen Leibarbeit nach dem Herrn Dr. Graf Dürkheim machen. Das sind einfach auch Körperübungen, ein bisschen Info, Geschichte zum Thema Atem, Spannungs-, Lösungstraining, verschiedene Entspannungstechniken kommen da mit rein. Und du wirst im Rahmen der Ausbildung auch eine Ausarbeitung eines Einzel- oder Gruppen-Didgeridoo-Unterrichts natürlich ausführen. Es gibt praktische, mündliche und schriftliche Abschlussprüfungen. Und dann ist es so, dass du während der Ausbildung auch mit Leuten zusammenarbeitest, die du nicht kennst. Das heißt, das wird dann im Zentrum für Naturmedizin stattfinden. Ich beobachte, wie du mit denen arbeitest, gibst dir Tipps, wie du besser arbeiten kannst. Du sollst im Optimalfall zu Hause mit Freunden, Freundinnen, Bekannten arbeiten, damit du Erfahrungen machen kannst. Und so führe ich dich nach und nach dann wirklich zu einer sehr guten Ausbildung, denn mir ist es nicht wichtig. Das gibt es leider auch. Ich kenne die nicht, aber ich kann mir nicht so viel vorstellen, dass das so tief geht. Es gibt Leute, die sagen jetzt, oh, jetzt Wochenende kannst du Didgeridoo-Lehrer, Lehrerin werden. Also ich habe hier schon gewisse Themen, die du bearbeitest, wo du dann aber wirklich sehr fundiert, sehr sicher, sehr umfangreich, sehr gut für dich selber und für die Leute, die zu dir kommen, arbeiten kannst. Dass das Ganze wirklich auch funktioniert, beziehungsweise anscheinend guten Erfolg haben kann, sage ich jetzt ganz bescheiden, bin ich ein ganz gutes Beispiel. Ich bin kein Schulmediziner, ich bin auch kein naturheilkundlicher, ausgebildete Person, sondern ich habe diese Ausbildung mitgemacht, wurde dann von Frau Schäufle-Osenberg offiziell beauftragt, die Ausbildung zum Atemlehrer-Therapeuten nach dem Herrn Dr. Metius Paro, Frau Schäufle-Osenberg, weiterzugeben, beziehungsweise sie hat mich damals sogar gefragt, ob ich das Institut für Atemtherapie und Sprechtechnik in Düsseldorf weiterführen möchte. Wobei ich dann damals gesagt habe, liebe Margot, das ist mir eine große Freude, eine große Ehre. Aber ich möchte mehr als nur ein Institut machen, sondern ich mache auch gerne Konzerte, ich biete gerne Instrumente an, vielfältig in der Ausbildung und so sein. Und darum habe ich mich entschlossen, das so zu machen. Und dann hat die Frau Schäufle-Osenberg gesagt, Marc, kann ich verstehen, aber ich möchte trotzdem, dass du Leute ausbildest. Und das ist mir eine große Ehre, dass ich das machen kann. Und daraus ist halt dieser Part meiner Arbeit unter anderem entstanden, dass ich die Atemlehre nach dem Herrn Dr. Metius Paro, der Frau Schäufle-Osenberg, verbindet Teile daraus mit meiner Erfahrung als Didgeridoo-Spieler, die ich seit ungefähr 25 Jahren habe, wo ich auch dann seit dem Jahr, ich glaube 89 war es, 98, aktiv mit Leuten dann angefangen habe zu arbeiten. Und inzwischen war es so, Bundesknappschaftsklinik Essen-Mitte habe ich gearbeitet, habe ich Patientenvorträge gemacht, Kurse gemacht, Harani-Klinik in Herne, jetzt bin ich im Zentrum für Naturmedizin, ich biete Unterricht für Firmen an, teilweise waren Leute aus den Niederlanden, aus der Schweiz bei mir, ich war im Ausland eingeladen, in Deutschland bin ich auch sehr gerne tätig und es ist wirklich gut möglich, wenn man damit unterwegs ist, gute Arbeit macht, dass man nach und nach da auch wirklich einen Ruf bekommt sozusagen und eine sehr schöne, dankbare Arbeit machen kann. Wenn du dann also so eine Ausbildung abgeschlossen hast, dann hast du die Möglichkeit, weil das ist auch eine gern gestellte Frage, dann kannst du dich Didgeridoo-Therapeut oder Therapeutin, wenn du einen Heilberuf gelernt hast oder schulmedizinisch ausgebildet nennen oder Pädagoge, Lehrer, Lehrerin, Klangarbeiter, Didgeridoo-Klangarbeiter, Arbeiterin nach Traumkraft nehmen, du kannst dann nach diesem System arbeiten und Leute unterrichten und deine Art und Weise der Arbeit machen, vertiefen. Denn das ist auch wichtig bei mir, wenn du sowas machst, in allen Bereichen der Ausbildung, die ich anbiete, du sollst die Sachen, die du schon gelernt hast, mit in die Ausbildung mit reinbringen. Du sollst in der Ausbildung wirklich zielgerichtet schon in den Bereich hineinarbeiten, den du als Idee, als Vision hast, wie du das Didgeridoo in deiner Arbeit vielleicht ergänzend oder auch alleine
nutzen willst. Da arbeitest du konkret hin, so dass du wirklich im Endeffekt nach der Ausbildung auch weitermachen kannst, beziehungsweise sehr gut ein Programm hast, wo du nacharbeiten kannst und dann wirklich auch erfolgreich und gut mit dem Didgeridoo, mit dem nötigen Hintergrundwissen im Bereich Atmung, eine Idee zum Thema Achtsamkeit, diese verschiedensten Bereiche, Atmung im Alltag, Atem in der Kunst, Sprechen, Singen, Spielen von jeglichem Blasinstrument, Meditation und Atemwegserkrankungen. Da hast du dann wirklich Ideen, wie du arbeiten kannst. Da hast du also eine gute Möglichkeit. Schau mal auf meiner Webseite unter traumkraft.de, da sind wir auch gerade, beziehungsweise bin ich gerade, denn da hast du auch nochmal hier diese Unterpunkte, da wird es auch nochmal erwähnt, Zielgruppe, wer kann teilnehmen. Ich kann sowas auch im Gruppenunterricht anbieten, häufig wird es allerdings im Einzelunterricht gemacht. Die Arbeitsfelder, Schulungstermine sind individuell nach deinem und meinem Terminkalender. Das wird live stattfinden, das geht aber auch in gewissen Bereichen wirklich online. Über Videotelefonie geht auch sehr gut, kann ich sehr gut vertreten, sowas aber definitiv auch online. Gebührgruppe muss man erfragen. Im Einzelunterricht ist es so, dass ich pro Treffen 250 Euro bekomme. Und je nachdem, das hatte ich vorhin erwähnt, wie viel Vorwissen du hast, spielst du schon Didgeridoo, hast du Erfahrung mit dem Instrument, also verschiedene Sachen kommen da rein, können das circa 14 bis 19 Treffen sein, so dass man im Endeffekt dann auf eine Gesamtgebühr kommt von ungefähr 1.750 Euro. Das kann aber auch weniger sein, gerade wenn du schon Didgeridoo spielst, können da einige Treffen auch wegfallen. Bitte individuelle Angebote erfragen und in der Kommunikation sein. So kann man dann sehr, sehr schön die Didgeridoo-Therapie mitmachen.